herzlich willkommen zum Online-Tutorial zu unserem neuen Rolfbenz 3D-Konfigurator anhand des Beispiels der Kara. Im folgenden Video werde ich Ihnen die wichtigsten Funktionen sowie das Arbeiten mit dem Konfigurator zeigen. Also, lassen Sie uns loslegen. Nun befinden wir uns auf der Startoberfläche. Kurz vorab möchte ich Sie darüber informieren, dass wir uns in einer Endkundenoberfläche befinden. Das heißt, die Sprache der einzelnen Möbelstücke ist an die des Endkunden angepasst und enthält daher nicht die für Sie typischen und bekannten Rolfbenz-Abkürzungen. Bevor ich Ihnen die Planung einer Kara zeige, möchte ich Ihnen kurz die Menüleiste auf der linken Seite erklären. Der oberste Button mit dem Kreis und AR steht für Augmented Reality. Das heißt, Sie könnten über diese Funktion Ihre fertiggestellte Konfiguration mit dem Smartphone oder einem Tablet im Raum darstellen lassen. Probieren Sie das einfach am besten mal aus. Der folgende Stücklisten-Button führt alle Elemente auf, die die finale Konfiguration beinhalten wird und gibt Ihnen die Möglichkeit, die 3D-Konfiguration mit der Rolfbenz-Preisliste zu verknüpfen. Maße. Mit dem Button Maße können Sie sich die Zirka-Maße anzeigen lassen und es wird die ganze Gruppe bemaßt, dass Sie ein Gefühl dafür erhalten, wie groß die Gruppe insgesamt ist. Vollbildansicht. Die Vollbildansicht bildet alle Icons und Funktionen ab. Und Sie sehen das Sofa in seiner vollen Größe. Über das X können Sie diese Ansicht wieder schließen. Kamera zurücksitzen. Sollten Sie beispielsweise an so einem Punkt der Planung sein und kommen nicht mehr zurück, können Sie über diesen Button die Planung zur Ausgangsposition zurücksetzen. Der dreidimensionale Konfigurator ist so angelegt, dass immer ein erstes Element im Raum platziert ist, wie Sie auch hier sehen können. Wenn ich hier auf dem Sofa herumklicke, habe ich die Möglichkeit, das Sofa zu bewegen und aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten. Ich kann auch an das Ganze heranzoomen, indem ich beispielsweise das Mausrädchen betätige oder entsprechend auf dem Tablet zwei Finger benutze. Lassen Sie uns nun planen. Generell gibt es unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Lassen Sie uns nun in diesem Video mit zwei Möglichkeiten beginnen. Die erste Möglichkeit, eine Planung zu machen, ist über die Auswahl Varianten. Hier sehen Sie nun vorgefertigte Gruppierungen, sprich Beispielskombinationen, wie Sie sie bereits aus der Preisliste kennen. Dies kann ein Sofa mit Longchair, ein Ecksofa mit Funktion sein oder ein Einzelsofa. Eine weitere Möglichkeit ist nun, dass Sie Ihr Sofa komplett frei planen. Dies erläutere ich Ihnen anhand eines kompletten Beispiels, dass Sie eine vollständige Konfiguration gesehen haben. Eine vollständige Konfiguration. Was bedeutet das? Das heißt, ich starte mit dem Gedanken, welche Form soll das Sofa denn haben? Dies geht, wie gehabt, von links nach rechts. Ich schaue mir also das erste Element ganz links an und schaue, ob es so für mich passt. Wenn nicht, dann müsste ich über die Elementauswahl das Element tauschen. Wenn ja, plane ich über Element hinzufügen weiter. Ich erhalte nun eine Auswahl, die ich an das Element hinzufügen könnte. Beispielsweise wähle ich nun ein Eckelement. Und der Konfigurator schlägt mir nun vor, dass ich dieses rechts davon anbringen kann. Würde es mehr Anfügevarianten geben, hätte es mir der Konfigurator vorgeschlagen. Nun sehe ich, dass es direkt angefügt wurde. Allerdings will ich beispielsweise die Ecke jetzt schon drehen. Dabei klicke ich auf das Element und sage bei Anpassung oben, ich möchte die Ausrichtung rechts. Nun ist das Element gedreht. Jetzt kann ich wieder unten auf Element hinzufügen klicken und sage, dass ich mit einem offenen Element abschließen möchte. Nun habe ich eine fertige Gruppe konfiguriert.
Jetzt ist die grobe Planung abgeschlossen und die Form entschieden. Ich kann jetzt sagen, dass ich einzelne Elemente anpassen möchte. Dabei klicke ich auf ein einzelnes Element und kann beispielsweise die Breite anpassen. Beispielsweise klein, mittel oder groß. Jetzt habe ich allerdings noch nicht die Farbe und die Füße des Sofas abgeändert. Dazu klicke ich wieder auf den weißen Hintergrund und gelange so in die globale Einstellung. Nun kann ich ganz einfach die jeweiligen Karteireiter durcharbeiten und kann meine Konfiguration nach meinen Wünschen anpassen. Ich suche mir jetzt einen entsprechenden Bezug aus und dieser überträgt sich auf die gesamte Gruppe. Da ich ja in der globalen Bearbeitung bin. Ich kann meine Stoffe oder Leder entweder über die entsprechenden Farben aussuchen oder ich gebe ihnen im oberen Suchefeld meine genaue Bezugsauswahl ein. Hier könnte ich jetzt beispielsweise das Leder 42.100 eingeben. Wichtig, den Punkt hier nicht vergessen. So kann ich meine Konfiguration abändern. Habe ich mich beispielsweise nicht mehr genau erinnert, dass es das Leder 42.100 war, sondern ich weiß lediglich, dass es sich um ein 42er Leder handelt, gebe ich einfach nur 42 ein und sehe hier die vollständige Übersicht aller 42er Leder. Benötigen Sie mehr Informationen zu den Materialien, finden Sie diese natürlich auf unserer Webseite oder in unserer Preisliste, App oder im Webkonfigurator. Links oben sehen Sie noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, in denen Sie Ihr Sofa weiter bearbeiten können, wie beispielsweise die Füße. Hier haben Sie unterschiedliche Fußausführungen, die Sie wählen können. Wir nehmen jetzt mal eine Metallspange. Sie können die Sitzhöhe verändern und können auch nochmal die Fußoberfläche auswählen. Ich entscheide hier jeweils für die gesamte Oberfläche, also für das ganze Sofa. Wenn ich dies hier final ausgewählt habe, kann ich hier unten über Weiter mit Sitzkomfort gehen und komme so zur nächsten Konfiguration. Jetzt sage ich beispielsweise, ich nehme den Komfort Lounge Plus und ich sehe, wie sich hier auch der Preis verändert. Nun bin ich am Ende angelangt und ich habe die globale Planung abgeschlossen. Aber wie Sie wissen, gibt es bei der Cara noch viele weitere Auswahlmöglichkeiten. Dies erreiche ich nun nicht mehr global, sondern von Element zu Element. Das heißt, ich klicke auf das entsprechende Element. Hier steht dann Elementtyp tauschen. Das will ich ja nicht, sondern ich will es anpassen. Nun kann ich beispielsweise sagen, dass ich einen verstellbaren Rücken haben möchte. Sie sehen hier bei Rücken verstellbar, sehen Sie einen kleinen Spalt. Ohne Rückenverstellung ändert sich das Ganze wieder. Das ist wichtig, da dies einen Preisunterschied beinhaltet. Demnächst wird es auch sichtbar sein, wie der Rücken heruntergeklappt aussieht. Des Weiteren haben wir bei der Cara auch die Auswahlmöglichkeit einer Beinauflage. Klicke ich also auf Ja, sehe ich zumindest visuell unten diese Beinauflage. Außerdem kann ich dann noch die Seitenteile, sprich Armlehne, auswählen und entsprechend anpassen.
kann ich pro Element anpassen. Zu guter Letzt kann ich noch eine Kopfstütze auswählen. Nun fehlen lediglich die Accessoirekissen, die ich über Element hinzufügen erhalten kann. Nun sehe ich unterschiedliche Positionen, wo ich diese anbringen könnte. Nehmen wir mal diese beiden. Nun haben Sie eine vollständige Kara geplant und konfiguriert. Sie können nun Ihr geplantes Sofa in einer größeren Ansicht darstellen. Das machen Sie einfach über diesen folgenden weißen Pfeil. Diese Funktion ist ähnlich wie die Funktion, die Sie vorhin gesehen haben. Allerdings bleibt diese Menüleiste noch erhalten und Sie können hier nochmal die komplette Bemaßung beispielsweise angucken und Ihr Sofa in der vollen Größe und Breite sehen. Das Ganze schließen Sie wieder über den rechten, schwarzen Pfeil. Nun folgt noch eine wichtige Funktion. Klicken Sie im Anschluss an Ihre vollständige Planung auf Entwurf speichern. Sie erhalten hier einen Link, auf den Sie nachträglich wieder auf die komplette Konfiguration zugreifen können. Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktadresse blende ich Ihnen auf der folgenden Seite ein. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Arbeiten mit dem neuen 3D-Konfigurator.